Hallihallo, herzlich willkommen zurück zu Alfred Hitchcock Vertigo. Wir haben in der letzten Folge die Kontrolle über Faye hier übernommen und irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Die wirkt irgendwie sehr, sehr, ja, ich sag mal, psycho. Und das ist noch gut gemeint. Wir müssen jetzt mal gerade gucken, was hatten wir denn als Aufgabe? Upsala. Meine Sachen holen und verschwinden war es noch. Genau, ich glaube, unten war noch was von mir. Hier müsste ja noch der Rucksack sein. Genau, der war nämlich im Napf. Dann schnappen wir uns den. (6-D). Ganz komisch. Ja, und dann verschwinden. Abschied. Keine Sorge, Schätzchen. Ich komme zurück. Versprochen. Sehr, sehr komisch. Mal angenommen, ich glaube Ihnen, dass Miller unschuldig ist. Was machen wir jetzt und was für Spuren haben wir sonst noch? Diese. Schauen wir mal, ob es Faye wirklich gibt. Oder gab. Ich habe das Datum, an dem sie aufgetaucht ist, und den Namen der Firma, wo sie vielleicht einen Wagen gemietet hat. Wollen Sie mir jetzt etwa doch ins Handwerk pfuschen, Ma'am? Touché, danke für den schönen Abend. Gute Nacht. Vertrauen Sie mir. Touché. Touché, Sheriff. Gute Nacht. Das war viel zu leicht. Danke für den schönen Abend. Vertrauen Sie mir. Danke für den schönen Abend. Danke, Doktor. Ja, wunderbar. Vertrauen gewonnen. Aber gut, das mit dem Sound hat ja tatsächlich wieder funktioniert. Und was passiert jetzt? Ah. Guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Okay, die sagt gar nichts. Die ist halt auch massiv komisch. Klopfen, aufmachen, Claire. Fragen, was los ist, in Ruhe lassen. Geht es Ihnen gut? Möchten Sie... Machen Sie sich um Sie keine Sorgen. Kommen Sie rauf. Meine Tante hat gerade erfahren, was für eine Therapie wir machen. Dass es gar nicht so schlecht läuft. Sie mochte Seelenklempner noch nie, wissen Sie. Sie okay, ist eine deswegen. Ziemlich schlechte Verliererin, aber sie wird's überwinden. Wobei sie bis gerade eben mit Ihnen zufrieden zu sein schien. Sie finden Seelenklempner auch nicht toll. Sie sind ein besserer Verlierer als Sie. Wie sind Sie da hingekommen? Warum haben Sie es ihr gesagt? Sie sind ein besserer Verlierer als Sie. Sie sind dann wohl ein besserer Verlierer als Sie. Ich verstehe mich gut aufs Verlieren. Nur im Gewinn bin ich schlecht. Er hilft sich selbst hoch. Helfen. Ja, komm, machen wir trotzdem. So kriegen Sie alles wieder hin. Indem sie mir Hilfe anbieten. Wieder und immer wieder. Aber... Äh,
Aber habe ich diese Hilfe auch wirklich verdient? Hm? Habe ich's nicht verdient? Habe ich nicht verdient, im Knast zu verrotten? Oder in einem Irrenhaus? Oder vielleicht ein... Vielleicht hätte ich einfach von einer Brücke springen sollen. Ich bin gefährlich. Wäre doch besser für alle. Ed, neues Selbstbewusstsein geben. Wir sind alle kaputt. Wir sind nicht gefährlich. Wäre für mich nicht besser. Wir sind nicht gefährlich. Sie sind nicht gefährlich, Ed. Und ja, Sie verdienen all die Hilfe, die ich Ihnen geben kann. Der Sheriff hat's auf mich abgesehen. Kann ich ihm nicht verdenken. Faye, Jenny, Samuel, Esther. Ich glaube Ihnen, weder von Faye noch von Jenny wurde eine Leiche gefunden. Nick hat seine Zweifel. Was auch immer Sie sind, Sie können helfen, Leben zu retten. Ich nehme trotzdem mal das. In Ihrem Wagen wurden keine Leichen gefunden. Sie könnten noch am Leben sein. Erzählen Sie mir von Faye. Selbst das kleinste Detail könnte helfen. Warum starten wir nicht einfach diese Spirale und ersparen uns meine Lügen? Wir müssen wissen, woran sie sich erinnern, um herauszufinden, warum sie vergessen. Nach dieser einen gemeinsamen Nacht ist sie verschwunden, als hätte es sie nie gegeben. So, Moment mal ganz kurz. So. Okay. Das ist jetzt der nächste Morgen, ne? Hallo? Kein Nachname, keine Nummer, keine Nachricht, keine Adresse. Nur ihr Weinglas. Ich habe einige Zeit gebraucht, um es abzuwaschen. Ich hab's nie abgewaschen. Ich hab's sofort abgewaschen. Ich nehme mal das zweite. Das wird Ihnen jetzt gefallen. Ich hab's immer noch nicht gespült. Seltsam, was? Mal's ob. Buah. Hatten Sie erwartet, dass sie zurückkommt? Ich hatte das weder erwartet noch mir gewünscht. Ich wollte, dass sie zurückkommt, aber ich wusste, dass sie das nicht tun würde. Ich hatte es erwartet und mir gewünscht. Wir nehmen auch hier das zweite. Ich wollte sie kennenlernen, aber ihr Abgang war ziemlich deutlich. Aber es ist was viel Besseres passiert. Wissen Sie noch, dass ich gesagt habe, dass ich aus dem Fenster schaue, mich auf irgendwas konzentriere und meinen Fingern das Schreiben überlasse? Ja, ich glaube, an dem Tag, als Sie Faye trafen, war Ihre Wahl, ein Vogelschwarm. Ein Vogelschwarm? Wer hat hier jetzt die Gedächtnislücken? Seit dem Tag habe ich das zu meiner Routine gemacht. Tägliche Schreibübung. Vögel. Als Ausgangspunkt wählen. An manchen Tagen entsteht so etwas Interessantes. Meistens aber nichts. Aber ich habe beschlossen, dass mein nächstes Buch eine Sammlung von Kurzgeschichten oder Vignetten wird. Im Stil von Bierce oder Kafka. Neues Buch? Wie läuft's damit so? Sag ich Ihnen später. Traurigkeit. Und eines schönen Tages hast du einfach so aufgehört, für mich zu singen. Verlassenheit, Depression, Hoffnungslosigkeit, Verlassenheit. Was habe ich dir nur getan, dass du mir das Einzige nimmst, das mich überhaupt glücklich gemacht hat? Fragte ich mich. Ausgegrenzt oder ignoriert? Ignoriert, nehmen wir.
Selbst heute, als ich deinen kleinen leblosen Körper aus dem Käfig nehme, bleibst du mir eine Antwort schuldig. Weiter. Vor etwas mehr als einem Monat. Etwa ein Jahr nach Faiths erstem Besuch. Ich dachte, es wäre Samuel. Wir hatten schon oft zusammen Schach gespielt und wollten eine Partie vom Abend davor fortsetzen. Aufmachen. Springer auf B6 ignorieren. Springer auf B6. Sam, du bist immer noch am Arsch. Okay, aufmachen, komm. Ist jetzt über die Tastatur gelaufen? Also das ist aber unlogisch. Die legen sich doch normalerweise immer mitten drauf, die Katzen. Wer klingelt da? Was haben Sie gedacht, als Sie sie sahen? Haben mich gefreut, sie sind, hat mir Augen nicht getraut, dass er einfach vorbeischaute. Ich wünschte, sie wäre nicht gekommen. Ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich dachte nicht, dass sie das ist, sondern nur jemand, der so aussah wie sie. Aber so war's nicht. Sie heißt Jenny. Sie ist deine Tochter. Es hat sie gar nicht überrascht, dass sie den Namen ihrer Schwester trug? Ich habe nicht drüber nachgedacht. Nicht so sehr, wie darüber Vater zu sein. Das war komisch. Ich hielt das für einen Zufall. Ja, aber das ist nicht mal ein ungewöhnlicher Name. Und raten Sie mal, was sie mir erzählt hat, Doktor. Sie hat sie um Geld gebeten. Sie hat gedroht, es allen zu sagen. Sie hat ihnen einen Antrag gemacht. Sie hat ihnen die Wahl gelassen, die Vaterschaft anzuerkennen. Sie hat sie um Geld gebeten, nehme ich sie einfach mal. Sie hat sie um Geld gebeten? Oder Unterhalt? Nicht mal ansatzweise. Sie hat gesagt, sie sei sich sicher, ich sei der Vater. Dass es unfair gewesen wäre, es mir zu verschweigen. Dass sie weder meine Hilfe noch mein Geld braucht. Aber wenn ich sie als Tochter anerkenne, könnte ich ein Teil ihres Lebens sein. Und wenn du dich dagegen entscheidest, ist das okay. Wir verschwinden sofort und du siehst uns nie wieder. Aber ruf uns bitte ein Taxi. Sie haben keins gerufen, oder? Da liegen Sie genau richtig. Tja, ich habe Jenny angesehen. Es versteht sich von selbst, dass Babys nie Gefühle in mir ausgelöst haben. Ich musste sie nur ansehen, um zu wissen, dass sie meine Tochter ist. Sie hat mich so sehr an meine Schwester erinnert. Also ich habe mich gefragt, ist sie von mir? Ich habe nichts empfunden. Wir nehmen mal B. Und dennoch, ich habe was empfunden. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich mich von meinen Gefühlen habe überwältigen lassen. Es ist leicht, sich in einer solchen Situation etwas vorzumachen. Natürlich habe ich Faye keine Antwort gegeben. Ich war verwirrt und ich habe ihr gesagt, ich brauche Zeit. Sie solle mir ein paar Tage geben. Ich sagte, sie könnten bei mir statt in einem Motel bleiben. Sie sind nicht im Haupthaus geblieben. Ist was zwischen Ihnen und Faye vorgefallen? Hat sie Ihnen Ihren Nachnamen genannt? Hat sie ihnen von ihrem Leben erzählt? Fragen wir nach dem Nachnamen. Ihren Nachnamen hat sie nie genannt? Keinen Nachnamen, keine Adresse. Das hätte ich der Polizei ja gesagt. Ich habe sie auch nicht nach ihrer Nummer gefragt. Sie hat damals die ganze Zeit über das Haus nicht verlassen. Und ich denke mal, wir waren über den Punkt hinaus. Sie sind nicht im Haupthaus geblieben. Ist was zwischen Ihnen und Faye vorgefallen? Erstmal das obere. Faye und Jenny haben nicht im Haupthaus gewohnt?
Da ist ja nur mein Zimmer. Vor etwa 10 Jahren, als ich wieder einzog, fing Tante Claire an, mich häufiger zu besuchen. Also habe ich die alte Garage zum Gästehaus umgebaut. Es ist besser, meine Tante in sicherer Entfernung unterzubringen. Ja, jetzt fragen wir, ob was vorgefallen ist. Nach jener ersten Nacht, ist je wieder etwas zwischen ihnen beiden vorgefallen? Nein. Nein, keine Ahnung. Das war alles so seltsam, als wären wir plötzlich 20 Jahre älter. Es wäre schwer für mich gewesen, sie so zu sehen. Ganz zu schweigen davon, wie effizient wir beim ersten Mal waren. Hat sie Ihnen von ihrem Leben erzählt? Was hat sie Ihnen von ihrem Leben erzählt? Offenbar wollte sie gerade ein Masterstudium anfangen. Sowas in der Art, was Sie gemacht haben, schätze ich mal. Aber dann musste sie das wegen der Schwangerschaft abblasen. Einzelkind, Vater, Witwer, ziemlich vermögend, ziemlich alt, hätte gern Enkel. Okay, das wird, glaube ich, einfach wiederholt mit ein paar kleinen unterschiedlichen Details. Ah, nee. Hat sie sich dafür entschuldigt, dass sie nach jener Nacht einfach abgehauen ist? Hat sie was Seltsames gemacht? Hat Faye was Seltsames gemacht? Etwas, das sie stutzig gemacht hat? Oh, nein. Sie war den ganzen Tag bei dem Baby. Hat sich um sie gekümmert. Mit ihr gespielt. Hört sich blöd an, aber ich war sogar ein bisschen neidisch. Wir sind alle blöd. Haben Sie über die Pille geredet? Jetzt erstmal fragen, ob sie sich entschuldigt hat. Hat sie Ihnen gesagt, warum sie nach jener Nacht verschwunden ist? Hat sie sich entschuldigt? Nein, und ich habe sie auch nicht drum gebeten. Haben Sie eine Ahnung, wie oft ich das schon gemacht habe? Ich kann's mir denken. Jetzt über die Pille? Als sie in jener Nacht miteinander geschlafen haben, hat sie da Verhütung erwähnt? Haben sie danach darüber geredet? Sie war sich sicher, dass sie nie einen Tag ausgelassen hat. Aber klar, keine Methode ist 100% sicher. Eine Abtreibung hat sie nicht in Betracht gezogen. Und wie lange waren sie beide hier? Erstmal das obere? Eine junge Frau, Single, mit einer ungewollten Schwangerschaft. Sie hat nie über eine Abtreibung nachgedacht. Sie hat gesagt, dass sie das zuerst noch wollte, aber nach ein paar Tagen? Ich verstehe das schon. Jo, wie lange waren die beide hier? Wie lange waren die hier? Ich habe über diese Zeit nachgedacht und ich würde sagen, fast genau 3 Wochen. Sie kamen an einem Sonntag hier an und Sie wissen ja, dass Sie an einem Sonntag verschwunden sind. Alles in Ordnung? Möchten Sie eine Pause machen? Nein. Wie auch immer,
Die ersten beiden Wochen waren ganz gut. Aber dann ist die Sache gekippt. Als würde mein Kopf rebellieren. Als ob es zu stören schien, dass es mir gut ging. Wach auf, Eddie. Wach auf. Warum hast du es getan? Mom? Es war Dad. Hab dich lieb. Ich war gemein zu Jenny. Es war Dad. Ich nehme einfach das. Es war Dad. Er wollte das. Wegen dir sind wir verdammt, Schätzchen. Du bist kein Deut besser als er. War das ein wiederkehrender Albtraum? Jede Nacht. Immer die gleiche Botschaft. Und die Tage waren nicht gerade besser. Ich wache total erledigt auf und kann mich an nichts erinnern. Jahrelang hatte ich nicht ständig an sie gedacht. Ich hatte ihren Tod nicht wieder und wieder durchgemacht. Bis... Ed! 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 Hölle? Jenny hat fast 40 Grad Fieber. Im Schrank ist Medizin. Was sollen wir machen? Nicht zu hoch für ein Baby. Bist du sicher? Was sollen wir machen? Okay, okay. Was sollen wir machen? Fahren wir ins Krankenhaus. Zieh dich an. Ich schließe dein Auto auf. Ich warte auf dich. Anziehen, zum Auto gehen. Lesestoff mit dem Handy mitnehmen. Kleidung. Dann Lesestoff. Ja. So, das Handy liegt hier vorne. Ist das hier jetzt die besagte... Ja, wobei, Nacht war es ja nicht. Aber die besagte Fahrt eventuell. Aber wir haben ja noch mitten in der Nacht. Ist hier nicht offen. Okay. Auf zum Auto.
Ah, hier geht's lang, okay. Okay. So, auf geht's. Guck mich, dass er das Buch nicht loslässt. Das ist bestimmt ein Fehler, oder? Was dauert das so lange? Ich hab das Buch nur für den Fall. Jetzt ist keine Zeit zum Vorlesen. Okay, sorry. Ich bin halt gestresst. Hier. Oh, Mann. Hol dich schon. Beruhigen. Wir sind bald da. Hinten mit Jenny sitzen. Beruhigen. Nur die Ruhe, Faye. Ist ja nicht... Und das war's? Bis ich auf der Brücke aufgewacht bin. Ja. Hm. Okay. Es war wie einer meiner Albträume. Es ist vollkommen klar, dass mein Auto in den Canyon gestürzt ist. Dass mich der LKW-Fahrer an der Brücke gefunden hat. Aber woran ich mich erinnere, ist, wie ich sehe... Ich sehe meinen Vater, der sich wieder dazu entschließt, mich zu verlassen. Ich habe versucht, ihn zu erreichen, ohne dass er mich bemerkt, aber... Wobei, wir sind doch gesprintet. Nein! Bei unserem Start, glaube ich. Nein! Hätte also nichts geändert. Tja. Jetzt wissen wir, woran ich mich erinnere. Schauen wir, was ich vergessen habe. Und damit beginnt die nächste Sitzung. So. Also, wie sieht die Wahrheit aus? Das wäre jetzt noch der Traum, ne? Wach auf, Eddie. Wach auf. Warum hast du es getan? Bin ich gleich echt mal gespannt, ob die dann wirklich reinkommt. Aber das ist jetzt, Nee. Doch, es ist doch die Analyse. Okay. Und hier können wir analysieren. Erstmal die beiden und tatsächlich auch den Wecker. Das wollte ich nämlich mal gucken. Wissen Sie noch, wann Sie in jener Nacht ins Bett gegangen sind? So, gegen 11? Sehr früh für mich, aber ich war erschöpft. Mhm. Dann Jenny. Konzentrieren Sie sich auf das Gesicht Ihrer Schwester. Ist daran etwas ungewöhnlich? Ihre Augen. Sie sind braun. Aber
aber sie waren eigentlich immer blau. Wissen Sie noch, welche Farbe die Augen von Face Baby hatten? Braun. Konzentrieren Sie sich auf das Gesicht Ihrer Mutter. Konzentrieren Sie sich auf sie und sagen Sie mir, was Sie sehen. Hat Face Gesicht. Ich wusste es. Aber sie ist meine Mom. Okay. Wir können hier noch rausschauen. Die Kleidung sehen auch. Sehen Sie draußen etwas Ungewöhnliches? Nein. Nichts Ungewöhnliches. Der Mond, die Sterne, der See, alles ist normal. Nichts fehlt, nichts ist neu. Nichts. Die Kleidung. Sind das die Sachen, die Sie an jenem Tag anhatten? Ja. Genau dieselben? Ja, genau dieselben. Badezimmer, da haben wir noch was. Fällt Ihnen etwas im Badezimmer auf? Steht was am falschen Platz? Nein. Alles normal. Okay. Das wäre abgehakt. Na gut, ich würde sagen, wir nutzen die Stelle wieder, um einen kleinen Cut zu machen, denn wir sind wieder am Ende angelangt. Und ich bedanke mich daher ganz herzlich bei euch fürs Einschalten und hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt und das noch nicht getan habt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Und wir analysieren in der nächsten Folge diesen Teil. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.